Hallo und herzlich willkommen zurück bei Downfall. Und jetzt kommt der Cliffhanger als Lösung. Mal gucken. Nein, nach oben, Marco. Genau. Ja, ist ja gut. It's Sophie's Room. Ja. Und das ist Sophie. Hallo, Sophie. Okay. Die sitzt nämlich auf ihrem Sophie. Sophie. Okay. War gar nicht so schlecht. Ich weiß, danke. Sophie, so gut. Okay. Red mal mit ihr, sie sieht sympathisch aus. Nee. Ja, Markus, diesmal an der Steuerung. Auch mal. Muss ja auch mal getauscht werden hier. Mädchen. Schauen wir sie erstmal an. Wieso trägt sie eine Maske? Und wieso liegt denn hier Stroh rum? Egal, komm. Die ist auf einer Höhe, da kann man auch schon aufstehen. You know damn well who I am, Joe. Is your name Sophie? See? It wasn't that hard now, was it? Okay, ja, wir wissen, wer sie ist, weil sie Sophie ist. Toll. Irgendwas ganz Verrücktes geht an diesem Ort vor. Und du wirst mir erzählen, was das ist. Ah, ja. Was ist das für ein Ort? Wieso die ganzen Spiegel? Und die sind alle kaputt, wohlgemerkt. Ja, das frage ich mich auch. Weil die Leute aus den Spiegeln greifen. Weißt du ja noch. Wo ist meine Frau? With my wife. Was fragen wir denn? Spiegel interessiert mich. Spiegel, ne? Ja. What is this place? Why all the mirrors? This is the madness, Joe. No. Let's try to enjoy it while we can. I'm not mad. It's this place that's mad. No, this is... Sparta? 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 There's something wrong. Ja, fragen wir das auch erstmal, bevor wir nach der Frau... Ich will erstmal alles andere klären, gerade. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wo sind wir? Oder das. Ja? Ja! You didn't answer my question. Where are we? I don't know where you are, Joe. But I am home. Why did you break all these mirrors? Let's just say your lovely wife can put up quite a fight. But it was not enough. Okay. Oh, ist meine Frau. Fragen wir? Ja. Where's my wife? She's still around here somewhere, but hidden away so you couldn't find her. But why? Why would she have to hide from me? She found a monster inside her, and no one can ever see. Even you. Okay. Heißt es, ihre Frau, seine Frau hat die Spiegel zerschlagen? Hat sie gesagt. Sagtest du ein Monster? Das ist immer noch das Gleiche. Fragen wir nach dem Monster? Ja, von meinem Monster. Did you say a monster? Don't tell me you didn't see it. It's been lurking around for quite a while. There are no monsters. You don't know what you're talking about. But you know this monster, Joe. It's the kind that lives in your mirror and whispers bad things when you're alone. And if you start listening, it grows stronger. Then there is no going back. You fall and keep falling until there is nothing. Do you want to see? Just look into one of these broken mirrors here. Go on, see it for yourself. Okay. Also, das Monster existiert auf jeden Fall. Und wenn man anfängt, ihm zuzuhören, verliert man sich darin. Dann ergreift es die Oberhand. Okay, ich werde es machen. Wollen wir es machen? Ja. Ich würde sagen, wir machen das. Wir machen das. Okay. Oh, wir schaffen das. I'll do it. Which one? Any. Irgendein. Ist man selber das Monster? Das habe ich mir aber auch gerade schon gedacht. Weil wir sind uns im Keller selbst begegnet mit einer Axt.
Wir nehmen den. Exhumieren erstmal. Er ist kaputt. Sein wie alle anderen Spiegel hier. Ja. Dann schauen wir mal rein. Na, springen wir jetzt wieder? Nee. No, 666. Macht ein bisschen mehr Sinn. You saw it for yourself. Isn't she a pretty, pretty girl? It doesn't really matter if you believe in monsters, Joe. It won't make them go away, you know? Sometimes, there's just nothing you can do. But sometimes, if you're willing to sacrifice everything, you can achieve the impossible. Okay, also, ja, das war die dicke Lady, von der auch schon Ivy erzählt hatte. Diese schleimige, sonst was fressende, dicke Frau im Spiegel. Okay, Alter. Aber wir können, es ist möglich, unter Aufopferung allem irgendwas zu erreichen. Auch das Unmögliche. Also, du verschwendest meine Zeit, oder? Nee, wir werden alles machen, um Ivy zu finden. Ja. Ja. I'll do anything to save Ivy. Good. Then I'll tell you what to do. It's very simple, really. You just have to kill me. This? Huh? What? Why? I want to die, Joe. It's no big deal. I'm just a memory anyway. We kill memories all the time. Was? Sie ist nur eine Erinnerung? Und wir Leute töten Erinnerungen immer und immer wieder. Ich kann dich nicht Ich kann dich nicht töten. Ich kann dich nicht killen, ja. Alter, ich kill dich nicht, Mann. Alter, was willst du von mir? Nein, ich kill dich nicht. Da kannst du es nicht ohne mich machen, oder was? Was? Das ist das Zweite. Nee, das Zweite ist... Ich kann das ohne dich. Ach so, nee, so. Deine Hilfe. Ach so, scheiße. Ich dachte, das sagt er ihr. Oh Mann, ey. Was meinst du damit, dass du nur eine Erinnerung bist? Das frag sie mal. Das interessiert mich auch. What do you mean, you're a memory? That's exactly what I am. A memory of Sophie. There are four of us here. The others are mostly raving lunatics. But not me. If you kill us all, you will open her hiding place. A world inside a mirror. The only one that's still not broken. But how do I know if you're telling the truth? Look around you. You're not in Kansas anymore. I'd already told you. This is the madness, Joe. Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde ihr sogar glauben, aber auf der anderen Seite habe ich auch Angst, dass wenn wir sie umbringen, so nach dem Motto, dass wir dann der Mörder sind. Das ist so krank. Das ist so krank. Ja, achso, ja, stimmt. Das ist so. Okay. Wie soll ich dich töten? Das hatten wir schon. Frag sie mal, wie sie getötet werden will. Dann entscheiden wir uns. How? How should I kill you? Poison me. What? Just give me something. I want to go to sleep and never wake up again. It won't hurt that way. I don't. I'll do it myself, Joe.
I think that old fool Dr. Z had a stash of poison down in the basement. All I need is for you to find it and bring it here. This is a terrible idea. There's no other way. I am that one good memory of Sophie, you know? Just before things went to shit. And that's why I have to die first. Okay. Sie will vergiftet werden, weil sie die einzige gute Erinnerung ist von Sophie. Und deswegen muss sie jetzt erstes sterben. Macht das denn Sinn? Ich verstehe das nicht. Wenn sie das die einzig gute Erinnerung ist und dann das erste als erstes schon wegstürzt. Müsste nicht alles andere erstmal sterben? Ja. Wollen wir drüber nachdenken erstmal? Ich meine, können wir dann noch was anderes machen? Lass uns erstmal drüber nachdenken. Also das letzte. I would think about it. Ja. Und vielleicht haben wir noch andere Optionen. Ich meine, wer weiß, ob wir jetzt aus der Tür gehen und wieder im Flur stehen. Vielleicht gibt es ja noch andere. Vielleicht gibt es ja wirklich noch diese anderen Sophies, von der sie erzählt hat. Das kann sein. Und die können wir vielleicht dann doch eigentlich auch schon erst töten. Nur keine Ahnung. Oder wir nehmen erstmal den. I can't just kill you. Ich kann den nicht einfach umbringen. Ja gut, dann ja, mach. I can't just kill you. Who do you think I am? But you killed the cat, didn't you? What? Nein, haben wir nicht. Nein. Die Katze haben wir nicht getötet. Die ist in den Ofen gesprungen. Der Ofen ist auf einmal angegangen. Wie ist er? Ja. Was that creep with an axe? Ah, okay, siehst du? Ja, ja, war der Verrückte mit der Axt. I didn't kill the cat. It was that creep with an axe. Ah, the sweet denial. You don't understand what happened. I didn't mean to burn it. But what else could you have done to get that key? Wait for that poor animal to shit it out? No, we both know the truth, Joe. You are not a patient man. You knew from the start that this kitty had to fry. Now be a man and admit it. And then kill me. Naja, irgendwo hat sie nicht ganz unrecht. Wir hätten sie töten müssen. Also. Oder auf den Kopf drehen. Der Rautergriff, keine Ahnung. I swear, I didn't kill the cat on purpose. Wir haben die Katze nicht getötet. Nicht, nein. Nicht mit Absicht. Mit Absicht. Ja, haben wir nicht. Ja, eigentlich nicht. I swear, naja, I didn't kill the cat on purpose. An accident? Interesting. But. Never mind. What happened, happened, Joe. Why should you explain yourself to me? Ja, warum müssen wir uns für ihr erklären, aber... Naja, sie hat nicht ganz unrecht. Ich meine, wir haben eine Uhr in einen Ofen gestellt, weil wir wissen, dass das schwarze Katzen anlockt. Also, ja. Das, oder? Oh Mann. Ja. Wir denken drüber nach. Ja. Think about it. Oh, I know you will. Okay, ich kann mich wieder bewegen. Ja. Geh mal zu ihr hin. Näher an sie ran. Können wir noch was anderes? Naja, das ist nur sie. Nee, nur anschauen. Ja. Klingelt ein Telefon. Geh mal raus. Wo ist ein Telefon gewesen? Bei uns im Zimmer? Unten in der Rezeption vielleicht? Was ist das da auf dem Boden? Vor unserem Zimmer? Ach so, ist das Absperrband. Ja, können wir in unser Zimmer nochmal? Geh nochmal rein. Enter. Okay. Unser Bett. Ja, gut. Oh, gut, Marco. Was war das? Einzelbetten. Okay. Nein, das ist nicht okay. Ich meine, wir schlafen seit fast 10 Jahren immer miteinander, beieinander. Eine lange Zeit für zwei Menschen, so nah zusammen zu sein. Das hatten wir auch schon, oder? Sleep, können wir schlafen? It's very old. Ja. Was liegt da auf dem Boden? Ist das ein Brief? Nee, was da vorne? Ja. Oh, Letter, ja. Part 1. Das ist von Ivy. Okay.
It's been torn off. Okay. Ja, ein Teil des Briefes wurde abgerissen. Ja, lesen wir mal. I miss you. You know. We were good together. Always there. When I was falling. And bad felt better. Every time. With you. Okay. War mal ein langer Brief. Ja, das war ja schon ein Teil des Briefes. Ja, stimmt, stimmt. Fehlt ja der Rest. Leg dich mal schlafen. Ich will jetzt wissen, ob das geht. Nee, leg dich mal schlafen. Nein, nicht jetzt. Na gut. Hätte mich auch gewundert. Können wir nach da rechts? Können wir nach da rechts? Kann man den Fahrstuhl trotzdem benutzen? Nee, da geht einfach nichts. Ja, gut. Da geht nichts. Da geht gar nichts. Nichts geht mehr. Alles klar. Würde ich sagen, gehen wir runter. Ja. Wo hat sie gesagt, in Doktor irgendwas Labor ist Gift? Dr. Zed? Ja. Oder so? Ist das da vielleicht hinter der Tür? Egal, geh erstmal auch noch weiter in den Keller. Ist es hier? Ja, links. Telefon. Da. Answer. They're waiting. Was? War das Scott Ivy? Ja. Sie hat gesagt, sie warten. Wer wartet? Aber guck an, wir haben das Mädchen noch nicht umgebracht. Also noch ist es... Benutze den Lift. Okay. Benutze den Lift. Oh, die Musik ist gut. Oh. Dum. Penis. Hm? Penis? Penis. Penis. Ground for first. Wieso sind nicht die Zahlen auf dem Kopf? Fahren wir nach unten? Das ist möglich. Geh mal in den ersten. Da müsste ja abgesperrt sein, eigentlich. Eigentlich, ja. Was? Okay, das ist jetzt einfach freigebrochen hier. Ich will mal eben reingucken. Ja, klar. Das ist immer noch das Gleiche. Strange. Haben wir jetzt eine Abkürzung freigeschaltet? Möglich. Gehen wir in den zweiten Stock? Second floor? Ja. Wusste nicht mal, dass es einen Second floor gibt. Fancy meeting you here, Joe. I thought you'd be long gone by now. Oh, it must be that weather. Nasty. Then again, it always rains here. Aha. Okay. Nee, der Weg nach oben war ja versperrt durch diese Möbel. Stimmt, ach ja. verpiss dich. Okay. Ich hab keine Zeit für Smalltalk. Ich gehe nirgendwo hin, ohne meine, bis ich meine Wife, meine Frau wiedergefunden habe. Oh Mann. None of this is real, and neither are you, also nichts hiervon ist real, und du schon gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das nicht real ist. Aber sag vielleicht trotzdem das letzte. Ja, sag mal die Mitte, oder? Ja, Mitte. Sagen, ja. Wir hauen nicht ab, bevor wir uns fahren. I'm not going anywhere until I save my wife. Oh yes, the lovely Ivy. Or rather, the ungrateful bitch always busy fucking your life up. You know nothing about Ivy. Still searching for her, are we? Well, go on then. I'll wait. Just let me know when you've had enough. Then you can have me. Any way you want. Oh,
Okay. Was ist denn das? Es unten sitzt ein Mädchen. Was? Ah, warte mal. Oder ist sie auch so eine Gestalt? So, das Mädchen unten war so nach dem Motto so die Depression oder was weiß ich. Sind das vielleicht auch irgendwie so eine... Das kann natürlich sein, dass sie auch dazu gehört. Sie dass so sie auch zu Sophie gehört. Ja, dass sie auch eine Form der Sophie ist, aber so diese verführerische Sophie. Die Lustform. Die Lust, ja. Ja. Are you coming on to me? Okay. Das ist wirklich keine... Schau, das ist wirklich keine gute Zeit. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Geh einfach weg. Ja. Ja. Sagen wir auch, oder? Ja. Wir wollen dich nicht. I don't want you. Leave me alone. Stop fighting it. You and Ivy are done. She doesn't want you. It's time to move on. It's not for you to decide. Fine. Get on with your wild goose chase. There's no rush. But come find me in my office later. You'll see what a naughty girl I am. Aha. Die kriegt keine Weihnachtsgeschenke. Im Korridor können wir runtergehen. In Raum 201. Koffer. Wir können ja erstmal lang, weil wahrscheinlich ist da noch eine Tür, bevor wir in ihrem Büro sind. Raum 202. Korridor. Wo gehen wir lang? Ach, geh mal in die Räume. Oder guck mal, ob die überhaupt öffnungsbar sind. Ach, da können wir nur Enter sagen. Ja. It's locked. Abgeschlossen. 201 wahrscheinlich auch. Nein. Da können wir rein. Okay. Glasschüssel. Schauen wir uns das mal an. Sieht aus wie ein Terrarium für Spinnen. Okay. Terrarium. Okay. Territorium. Ein Hebel. Okay, ein Stuhl. Ein Stuhl, ein elektrischer Stuhl. Was so auch. Ist das Professor Schieß mich tot? Hi. What's that? I'm busy. Just get on with it and be quick. Was passiert hier? Oder wer bist du? Wollen wir erstmal fragen, wer er ist? Ja. Who are you? Außer Strange? Why? Have we not been acquainted yet? I think I'd remember a man covered in blood, dressed as a doctor, performing brain surgery. A live brain surgery. Jesus, man. What the? Now this here, is called a Lazarus sign. Worry you not, it often occurs post-mortem. But I assure you, this lady has been well and truly dead for quite some time now. Was? Mhm. Wird also eine Lazarus-Gehirn-Operation durch gerade. An einer Frau, die schon... Lange tot ist? Na, lange nicht. Aber lang genug, hat sie ja gesagt. Ja. Er hat nicht gesagt lange, aber lang genug. For quite a while. Ja, quite a while. Schon für eine... Okay, just leave her. Lass ab von ihr. Oder... Das ist also ist das eine Autopsie? Ja, frag ihn mal. Das ist so ein bisschen so... So, it's an autopsy? Not exactly. I'm still trying to save her. You said she's dead. It's too late. It is never too late. Okay, es ist niemals zu spät, ihr zu helfen, sagt er. Okay, wer ist sie? Ja, frag sie mal, ja, das... Who is she anyway? What, who? What do you mean, who? The girl on the table with her head cut open. Oh, her, yes. I'm not quite sure, but my assumption is she is of great significance in all of this. I think her name is Agnes. So you knew her when she was alive? Oh, no, not really. It was embroidered in her knickers. Was? Okay. Agnes. Agnes kennen wir aber nicht, oder? Nee, sag Agnes mir jetzt haben nichts. Wir noch nicht mitbekommen. What's going on here? Oh, I'll tell you what is going on. Bad things are going on, and I'm not impressed.
Schlimme Sachen passieren? Okay. Was für schlimme Sachen passieren denn? Oder? Okay, erzähl mir davon. Was sagen wir? Das erste. What bad things? Don't tell me you didn't notice. The whispering from the walls. Those shadows in the corner of my eye. They move when I look at them, but they're there, all right. Watching. You're crazy. No. It's this place that is crazy. I'm only trying to fix it. And I'm trying to find my wife. Also, wir versuchen unsere Frau zu kriegen. I'm trying to find my wife. Well, you won't find her here, that is certain. Most visitors I get are stiff as a board. But don't get me wrong, that's fine with me. This way I really get to see the sick filth that fills their troubled little heads. Wer bist du wirklich? Who are you really? Isn't it quite clear enough? I'm a doctor. If I can't save us all from this downfall, then no one can. Okay. Sie will uns alle vor diesem Zusammensturz bewahren. Kannst du mich retten? Was? Du bist voll von Scheiße. Du bist voll Scheiße. Oh Mann. Du kannst nicht jeden retten. Can you save me? Kannst du mich retten? Alter, wollen wir ihn fragen, ob er uns retten kann? Finde ich fast am interessantesten. Ja, ich denke das auch gerade. Can you save me? Yes! But I need your help. Don't worry, it's nothing complicated. All I need you to do is this. Bring me something. From the cellar. I'll give you the key. Bring what? You'll know when you see it. I'm sure you will. Can you go and fetch it for me? Ich bin kein Hund, hol sie selber, oder? Ja, machen wir. Ja, machen wir. Fine. I'll go to the cellar. Good. Go. Quickly. Here's the key. I'll get everything ready. Okay. Kannst du bei ihm noch was machen? Bei ihm kannst du nicht. Can you hear that? It's the ticking of the clock. And it's getting louder! Okay. Was ist das? Das ist gerade. Stimmt. Was? Das sieht so aus wie Rippen. Rippen, wie ja. So ein, Röntgenaufnahme. Richtig. Ist das ein elektrischer Stuhl? Das sind Kabel, die von diesem Stuhl abgehen. Weiter in den Raum hinein. Okay. Sit. Du setzt dich da mal rein, Marco. Machen wir das wirklich? Nicht? Soll ich mal F1 drücken zum Schnellspeichern? Oder? Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Oder? Ja, genau. Und dann setzen wir uns in den Stuhl. Setzen wir uns in den Stuhl oder setzen wir uns nicht in den Stuhl? Wir können es ja mal ausprobieren. Und ich würde sagen, bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste.